Beim Multiplizieren zweier Brüche multipliziert man die Zähler miteinander und die Nenner miteinander. Also es ist ganz einfach und es ist viel besser als Addieren oder Subtrahieren von Brüchen. Das Problem ist nur, dass manche Leute das immer durcheinander bringen. Also wir hatten ja bisher hier sowas. 2/3 plus meinetwegen 1/4. Und da habe ich ja immer gesagt, okay, die beiden Brüche, die kannst du nicht miteinander so einfach addieren, weil die Nenner sind unterschiedlich. Aber genau dieses Problem haben wir jetzt beim Multiplizieren und beim Dividieren eben nicht mehr. Also, wenn wir jetzt hier haben 2/3 mal 1/4, dann ist es genauso, wie es hier steht. Du musst einfach nur die Zähler miteinander multiplizieren und die Nenner. Das heißt, letztendlich könntest du das auf einen Bruchstrich schreiben und einfach schreiben 2 mal 1 und 3 mal 4. Und das fällt uns natürlich leicht. Im Zähler hat man jetzt eine 2 und im Nenner hat man eine 12. Und gekürzt ist das einfach 1/6. Du siehst, das geht super schnell. Beim Dividieren ist es allerdings so, und das steht jetzt hier oder ab hier im Text, indem man mit dem Kehrwert mal nimmt. Das ist etwas schwieriger, aber wenn du das jetzt gleich mal siehst, dann wirst du auch zugeben, dass es das eigentlich auch gar nicht so richtig ist. Also 2/3 geteilt durch, nehmen wir jetzt einfach nochmal das Beispiel mit dem 1/4. Man nimmt jetzt hier mit dem Kehrwert mal. Also der Satz heißt eigentlich, man dividiert Brüche, indem man mit dem Kehrwert mal nimmt. Das heißt, das ist hier gleich 2/3, das überträgt man einfach nur, also einfach nur abschreiben. Und dann bildet man den Kehrwert bei dem zweiten Bruch und man verknüpft den mit einem Malzeichen. Also dadurch, dass man jetzt also von geteilt auf mal geht, muss man Zähler und Nenner des zweiten Bruches wechseln. So, das ist nämlich haargenau dasselbe. Und jetzt haben wir wieder ein Problem mit mal, und das können wir ja einfach machen, indem wir Zähler mal Zähler rechnen, das ist hier 8, und Nenner mal Nenner, das ist 3. Also ist das Ergebnis 8/3. So viel erstmal schon mal zur Multiplikation und Division, denn das ist wirklich nicht schwer und viel besser, wie gesagt, als Addition und Subtraktion. Sophie sagt, für die Konfirmation meines Bruders haben wir 3,5 Kuchen für die Gäste. Meine Mutter hat gesagt, ich soll sie alle in Achtel schneiden. Kannst du mir sagen, wie viele Stücke es dann insgesamt werden? Also erstmal die Informationen kurz hier notiert. Wir haben 3,5, also 3,5 Kuchen, kürze ich mal ab mit K. Und meine Mutter hat gesagt, ich soll sie alle in Achtel schneiden. Das heißt also, wir brauchen Achtelstücke. Und sie möchte jetzt wissen, wie viele Stücke das dann also insgesamt werden müssten. Jonas antwortet darauf, das ist nicht ganz einfach. Mit der Division von Bruchzahlen können wir das aber lösen. Und was er meint mit nicht ganz einfach, ist so ein bisschen auch das mit diesem Kehrwert und so weiter. Na gut, jetzt müssen wir erstmal als erstes 3,5 in einen Bruch umformen. 3,5 in einem Bruch ist 3,5. Da ändert sich jetzt erstmal gar nicht mal so viel. Und es ist ja die Frage danach, wie viele Achtelstücke habe ich, also geteilt durch 1/8. Ich möchte diese 3,5 Kuchen jetzt alle in Achtel schneiden und frage mich, wie viele das denn sind. Mathematisch ist das hier genau das hier. So, jetzt müssen wir erstmal diese gemischte Zahl hier in einen Bruch umschreiben. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Einfach die ganze Zahl mal den Nenner, das ist 6, plus den Zähler ist 7. Diese Zahl nehmen wir. Und im Nenner schreiben wir den alten Nenner auf, der hier auch steht, das ist die 2. Also 7/2. Also haben wir jetzt schon mal 7/2 geteilt durch 1/8. Somit haben wir jetzt schon mal 2 Brüche und keine gemischten Zahlen oder so. Jetzt heißt es ja, man kann Brüche miteinander dividieren, indem man mit dem Kehrwert mal nimmt. Das bedeutet, der erste Bruch wird erstmal abgeschrieben, dann kommt ein Malzeichen, weil man nimmt ja mal, und zwar mit dem Kehrwert des zweiten Bruches. Der Kehrwert ist immer das, was man erhält, wenn man Zähler und Nenner bei einem Bruch austauscht. Also 1/8 musste man jetzt wechseln, Zähler und Nenner, dann hat man 8/1. Ich denke mal, das siehst du hier ganz gut. So, dann haben wir das jetzt schon mal. Und wenn wir das jetzt gemacht haben, können wir einfach das Ganze auf einen Bruchstrich schreiben. Also 7 mal 8, Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Denn das ist ja eben die Vorgabe beim Multiplizieren von Brüchen. Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Und das ist jetzt hier gleich. Also 7 mal 8 geteilt durch 2 mal 1. Also 7 mal 8 auf dem Zähler und 2 mal 1 im Nenner. Das kann man jetzt so machen, man kann hier aber auch noch kürzen. Und zwar hat man hier unten eine 2 und hier eine 8. Diese Zahlen sind jeweils durch 2 teilbar. 2 geteilt durch 2 ist 1 und 8 geteilt durch 2 ist 4.
Das mit dem Kürzen jetzt bei so einer Aufgabe geht aber nur, wenn man mal rechnet. Nicht bei Addition und Subtraktion. Ganz wichtig, merkt ihr das. Nur bei mal und geteilt geht das. Also hat man hier 7 mal 4 ist dann 28. Und dadurch, dass man jetzt auch noch gekürzt hat, hat man jetzt hier 1 mal 1 ist 1, somit 28 Eintel bzw. 28. Das ist das Tolle beim Kürzen, dass man dann eben eine kleinere Zahl dann erhält und relativ schnell sieht, was dann auch wirklich das endgültige Ergebnis ist. Also nochmal kurz zurück. Wir wollten ja wissen, 3,5 Kuchen haben wir, wir sollten Achtel schneiden, wie viele Stücken wir insgesamt haben. Und mathematisch gesehen ist das jetzt hier die Lösung, 28. Das Ergebnis bedeutet, dass ihr 28 Stücke Kuchen habt, die jeweils so groß sind wie ein Achtel des ursprünglichen Kuchens. Oder anders gesagt, ein Achtel passt 28 mal in 3,5 Kuchen. Also, ein Kuchen, zwei Kuchen, drei Kuchen und noch ein halber Kuchen. So, und wenn man das jetzt alles hier so in Achtel schneidet, oh, jetzt hat man ein Viertel, oh, gut, hätte ich jetzt irgendwie ein bisschen, vielleicht ein bisschen anders schneiden müssen, aber nehmen wir es mal so. So haben wir 2, 4, 6 Stücke, siebtes Stück dazu, jetzt Achtel. Machen wir genau dasselbe hier auch nochmal. Ja, das passt jetzt von den Größen her nicht so gut, aber du weißt ja, was ich sagen möchte. Wir wollen überall Achtel haben. So, ja, und jetzt hier müssten wir so, so, so. Also, das sind jetzt zwar nur 4 Teile, aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass das ein ganzer Kuchen wäre, hätte man ja auch wieder Achtel. So, und jetzt zählt man die ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Also genau das, was hier jetzt steht. Hier 1 mal 2 ist 2, plus 1 sind 3 und der den Nenner in der Mitte natürlich 3 halbe. Aber bei 1,5 sieht man es auch schon, dass es 3 halbe ist. So, und jetzt machen wir einfach mal erstmal die Rechnung mit kurzem Gang. 2 mal 3 ist 6 und 4 mal 2 ist 8. Und welches ist jetzt der...